Hallo und willkommen zu den Tarkov News. Mein Name ist Zickzerik, aka Erik, und wir haben folgende News. High-Level-Quests eingeführt. Skef Karma Event ist zu Ende. Der Podcast mit Nikita und einigen News. Der Streamer-Modus ist da. Lange drauf gewartet. Einige werden ihn niemals brauchen. Seid ihr Streamer, müsst ihr das Ganze jedenfalls bei Battleset Games beantragen und bekommt dann eventuell eine Freischaltung für diesen Modus. Nach Freischaltung für den Streamer-Modus bekommt ihr einen neuen Menüpunkt namens Streamer-Mode, den ihr aktivieren müsst. Und ab diesem Zeitpunkt ist überall euer Name durch das Wort Streamer ersetzt. Sei es nun auf dem Todesbildschirm, auf dem Doc-Tag, im Flea Market, in der Lobby, im Stash oder sonst wo. Überall ist euer Name sozusagen anonymisiert. Außerdem werden sowohl der Server-Code als auch euer Ping ebenfalls ausgeblendet. Diese Funktion kann jederzeit im Spiel ein- und ausgeschaltet werden, auch während einem Raid. Beim aktuellsten Patch 12.11.12 wurden außerdem neue Quests hinzugefügt. Diese Quests sind speziell für Spieler, die bereits ein hohes Level erreicht haben. Diese teilweise wirklich sehr schweren Quests geben euch die Möglichkeit, später im Spiel weiteren Progress zu bekommen und liefern den Spielern nochmal eine neue Herausforderung für das Late Game. In jedem Fall eine großartige Idee, um das Spiel im Late Game noch abwechslungsreicher zu gestalten. Für einige könnte das jetzt auch noch sehr interessant sein. Es gibt nämlich auch hier eine neue Quest, was den Epsilon-Container betrifft. Die lautet nämlich, dass man bei Level 68 eine Quest bekommt, in der der Epsilon-Container abgegeben werden kann. Wenn ihr also glaubt, dass ihr jemals Level 68 werden könnt, dann verkauft nicht euren Epsilon-Container, den werdet ihr noch brauchen. Fans meldet sich mittlerweile auch immer öfters zu Wort, und zwar hat er um Hilfe gebeten, wir sollen seinen Jungs helfen zu extracten. Gemeint sind damit wieder die Doppel-Extracts und die Car-Exits, die jetzt die letzten Tage besonders viel Skef-Karma gebracht haben. Und zwar hat man zum Beispiel für den ersten Car-Extract auf Customs 0,7 Punkte, also das Zehnfache an Karma-Punkten, für einen erfolgreichen Extract bekommen und für den zweiten Extract immer noch plus 0,35 Punkte, insgesamt also in dem Fall 1,05 Punkte. Hat man jetzt alle 6 verschiedenen Exits genutzt, ist man auf insgesamt 6,3 Karma-Punkte gekommen. Da man bei 6 Karma-Punkten bereits Fans auf Elite hat, haben wir momentan sehr, sehr viele Skaff-Spieler rumlaufen, die den Elite-Status haben. Was Battleset Games jetzt genau damit bezweckt, werden wir sicher noch herausfinden, möglicherweise schon in Patch 12.12, wo möglicherweise bereits Skef Karma 2 integriert wird, also Skef Quests sollen ja kommen und möglicherweise weitere Belohnungen. Das wird, denke ich, noch sehr, sehr spannend. Solltet ihr das Event verpasst haben, lohnt es sich momentan am meisten, einfach Skef-Runden zu spielen. Hier bekommt ihr plus 0,01 Punkte pro erfolgreichem Extract und ein regelmäßiger Besuch der Car-Access als PMC booste das Ganze nochmal hoch. Also es ist sicherlich noch nicht zu spät, Elite-Skaff zu werden. Nikita war wieder zu Besuch bei einem Podcast, und zwar diesmal Podcast von Veritas und Jessica Sem. Und was er gesagt hat, fassen wir jetzt auch nochmal zusammen. Ein ganz, ganz großes Problem momentan seien die Cheater, die den Progress für BSG extrem aufhalten, und er versucht weiterhin alles, was in seiner Macht steht, um gegen Cheater vorzugehen. Auch dass Patch 12.12 davon nicht betroffen ist, versuchen sie zu gewährleisten. Und Nikita bittet jedem, der einen Kommentar abzugeben hat, das bitte vernünftig zu tun. Das Spiel lebt zwar vom Feedback, aber bitte alles freundlich und mit Respekt, dann wird es auch beachtet. Hier ein sehr interessanter Bug-Report, der von einem Spieler eingereicht wurde. Jeder von uns wahrscheinlich dachte, das ist gar kein Bug, das ist intended, also so gewollt. Und zwar das Ausbluten, wenn man am Kopf blutet oder am Thorax und auf 0 HP fällt, dass man dann noch überlebt und dann beim nächsten Treffer zu Boden geht. Das ist wohl ein Bug. BSG hat das jetzt auf dem Schirm und wird das fixen. Das heißt, oje, 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 es könnte sein, dass in 12.12 bereits dieser Bug behoben ist. Was die Trader-Events angeht, haben wir jetzt einen ersten Vorgeschmack davon bekommen, was kommen kann. Es wird uns jetzt ein Leben lang begleiten. Wir wissen ja bereits, dass 60 bis 80 Events bereits im Kopf von BSG bzw. schon auf dem Papier sind, also schon fertig geplant sind. Das Ganze geht so weit, dass er sagt, dass wenn zum Beispiel die globale Reputation von Jäger in den Keller fällt, dass Jäger dann darauf reagieren wird, indem er zum Beispiel stupid Quests, also dumme Quests anbietet.
oder man keine Zugriffe mehr auf die Jägerstashes hat, dass er einfach sagt, nö, Jägerstashes gibt's nicht mehr, die sind jetzt verbuddelt. Ich ziehe die Konsequenz aus dieser Reputation. Weiteres Beispiel sind Marktrooms, die zum Beispiel weniger Loot beinhalten können, wenn zu viele Kultisten getötet werden. Das Ganze soll also ein sehr, sehr dynamisches und nicht vorherbares System werden. Auf die Frage, welche neuen Features kommen, antwortet Nikita mit Inertia, Voice-over-IP, Radio, New Types of Exfils und vor allem Infils. Und hier ist ein Wort gefallen, Infils. Das heißt, die neue, nicht Extraktion, sondern der Beitritt auf einer Map könnte in Zukunft verändert werden. Also, dass man beispielsweise von einer Map in die andere Map sozusagen intracted. Und was ja schon bekannt ist, dass Rucksäcke über Extracts separat abgegeben werden können. Das heißt, man gibt einen Rucksack ab, voll mit Loot und macht dann seinen Raid weiter. Was Voice-over-IP angeht, hat er jetzt zum 5. Mal, glaube ich, mittlerweile bestätigt, dass es kommen wird in 12.1.2, dass es per Default ausgeschaltet wird. Man muss es also in den Settings aktiv einschalten, dass man einen Missbrauch reporten kann und dass, wenn das Ganze nicht funktioniert, wieder abgeschaltet und auf diese Kanalidee zurückgegangen wird. Das heißt, man kann nur noch sich in Kanälen treffen und sich dort unterhalten, ohne das offene Voice-over-IP zu haben. Nikita räumt ein, dass es momentan Probleme gibt mit der Unity-Engine. Wir erinnern uns, die Unity Engine sollte 2 Wochen nach Release von 12.1.1 auf den Testservern zur Verfügung stehen. Auch wurden in dieser Roadmap viele Dinge verändert, also Features wurden wieder gecancelt, weil sich das Spiel doch jetzt im Nachhinein anders entwickelt hat, als es ursprünglich geplant war. Das Spiel geht also sozusagen seinen eigenen Weg, wobei dieser Hardcore-Fakt natürlich weiterhin Kern des Spiels bleiben soll. Er sagt aber auch gleichzeitig, dass diese Hardcore-Features und, wie er so schön sagt, intellektuellen Features, Features, die also relativ speziell sind und das Spiel eigentlich erst zu dem machen, was es ist, teilweise nur von 1% der Spielerschaft benutzt wird. Diese Erkenntnis macht ihn generell sehr traurig und führt dazu, dass er versucht, das Spiel in eine Richtung zu entwickeln, die doch der breiteren Masse eher entgegenkommt. In welche Richtung die Entwicklung aber auch weitergehen wird, Nikita sagt hier nochmal, er liebt es, uns zu überraschen und das wird auch weiterhin passieren. Ich hoffe, die Zusammenfassung hat euch gefallen. Wenn ihr das Ganze unterstützen und weiterhin sehen möchtet, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Hier die letzten News. Ich sage Tschüss an dieser Stelle. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und sauber. Ciao.